Hallo und herzlich willkommen bei Spotlight. Heute mit einem besonderen Leckerbissen, speziell für alle Foodies, die zuschauen. Bereits zum 9. Mal sucht das renommierte Foodmagazin Marmit die besten Nachwuchsköche und Patissier in der Schweiz. Nach einem strengen Auswahlverfahren steigen Top 10 heute quasi in den Kochring. Wir haben kurz vor dem grossen Wettbewerb den individuellen Motivationsstand checken. Yeah! Let's rock that shit. Ja! Jetzt ist aber fertig lustig. Es gilt ernst. Die Kandidaten erwarten ein straffes Programm und die Anspannung ist spürbar. Fotoshooting, Interviews vor der Kamera, dann 15 Minuten Vorbereitungszeit fürs Mise en Place und dann 45 Minuten, um das ganze Kunstwerk zu finalisieren. Alles unter den strengen Augen der Jury. Wie es heute genau läuft und was das Motto in diesem Jahr ist, haben wir vom Marmit Verlagsleiter Philipp Bitzer wissen. Wir sind heute hier für das Finale in der Kategorie Küche und in der Kategorie Patisserie. Das heisst, wir haben je 5 Finalisten, die die Jury überzogen haben, dass sie hierher kommen und live jetzt das Menü, das sie für uns kreiert haben, dass sie das hier umsetzen, vor Ort. Sie müssen einerseits die Jury überzeugen, wie sie arbeiten, handwerklich arbeiten. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch gut sein. Also wir haben 2 Jurys, die eine, die das Handwerkliche schaut und die andere Jury, die schaut, ob der Geschmack gut ist. Das Motto dieses Jahr ist «New Swiss Cuisine, Limitless since 1959». Das ist Neuenglisch und steht eigentlich dafür, dass man will, dass man die Schweizer Küche, die Tradition der Schweizer Küche, in sein Gericht integriert. Und andererseits, dass man sich aber auch keine eigenen Grenzen setzt, weder mental noch vielleicht auch von der Kreativität her. Also limitless, grenzenlos, dass man aus dem Vollen schöpft. Immer wieder schön zu sehen ist, dass der Verleger und Inhaber von Marmit, der Thomas Abig, selber immer an vorderster Front dabei ist. Wir haben uns direkt neben den Kochtöpfen geschnappt und auch noch gefragt, wieso es sich lohnt, da mitzumachen. Hinter mir sollte man das gerade sehen, wie die jungen Talente voller Action sind und versuchen, das nicht ganz einfaches Thema, weil Limitless tönt so, wie es einfach zu interpretieren wäre, aber etwas ohne Limit, können nachher umsetzen in diesem Umfeld, ist extrem schwierig. Wir haben eine super neue Partnerschaft, die wir bekommen, wo die Gewinnerinnen können in dieser Welt zu einem Top-Chef gehen, eine Woche kochen, schauen, was andere Kulturen für Nahrungsmittel bringen, neue Produkte kennenlernen. Das wird eine super lässige Sache. Was mich speziell freut, dass Sven Wasmer ist heute in der Jury, ist auch mal ein Youngster gewesen. Da sieht man, dass unsere Alumni riesig geworden ist. Eigentlich müssen wir über die hochkarätige Jury eine eigene Sendung machen. Aus Zeitgründen haben wir von zwei, die das erste Mal dabei sind, wissen, was heute genau ihre Aufgabe ist und was die Motivation ist, um da Zeit zu investieren. Also ich bin heute hier, um den Geschmack der Teller zu beurteilen, von diesen top motivierten jungen Köchen. Und ich muss sagen, schon gute Sachen können degustieren. Wir haben so einen Fragebogen, dann einmal das Aussehen, das Styling vom Teller, also das Visuelle, dann natürlich das Geschmackliche, wie sind die Kompositionen zusammengestellt, passt das? Dann haben wir Kreativität, hat man sich Gedanken gemacht, probiert man ein bisschen anders zu sein wie die anderen Teilnehmer. Textur, Garstufen, sind die richtig eingehalten? Und dann ist natürlich das Thema der New Swiss Cuisine. Ist es etwas Schweizerisches? Können wir uns mit dem identifizieren? Heute bin ich am Bewerten, wie die Köche arbeiten, das heisst Zubereitungsarten, die Hygiene, die Strukturen, die Organisation, wissen sie über ihre Gerichte etwas zu erzählen oder eben nicht. Das tue ich heute so ein bisschen bewerten. Ich finde es toll, so viele engagierte junge Köche und Köchinnen können zu beobachten, schauen, was für Gerichte, wo ist, das ist eine Zeitaufnahme, wo stehen wir in der Gastronomie und ich finde es wichtig, können einen Teil zurückgehen an die jungen Leute und somit dann hoffentlich sie auch zu motivieren und zu fördern, dass sie an ihrem Job dranbleiben. Ich finde es einen sensationellen Wettbewerb und finde es vor allem auch eine
eine schöne Plattform für die jungen Köche, die Gas geben. Sie haben ja etwas vom Gewinn. Also, wir wissen es, dass sie gewonnen haben. Sie haben eine Plattform, sie können sich einen Namen erschaffen, es ist ein Sprungbrett. Und vor allem wir in der Jury, wir sehen wirklich, was da für eine Leistung dahinter ist. Und darum bin ich sehr, sehr gerne da. Das ist eigentlich eine Ehre. Dass der Mann mit Youngster ein Top-Sprungbrett ist, zeigt die Tatsache, dass viele aus der Jury soeben von Go Mio zu den Top-Chefs der Schweizer Choren oder bestätigt worden sind. Spotlight und Marmit verlosen 2x2 Plätze zum Cirque Culinaire am 6. November 2019 im Restaurant Pavillon im Hotel Bourlac beim Laurent Éperon. Lassen Sie sich von einem der Top-Chefs der Schweiz kulinarisch verwöhnen, inklusive Weinbegleitung im Wert von 400 Franken pro Person. Mitmachen wie immer unter spotlight.vision oder auf unseren Social Media Kanälen. Wir sagen Danke für den tollen Tag mit euch allen und verabschieden uns quasi rolling into the weekend.